Jo, zum zweiten Teil unseres Experimentes. Mal gucken. War gerade gut besucht da, war nett, aber jetzt haben wir sie rausgeschmissen, weil wir einfach so schrecklich neugierig sind und weiter gucken wollen. So, an ist es. Jetzt muss ich mal gucken, wie war das. Hopp. Die dänischen Zirken geglaubt, wir haben den Weltgeist für uns gemietet. Was ist das? Abfliegen. Ne? Aber alles andere bleibt unten. Heute sind es Tausende, eine Minorität in der Tat. Aber der Prozess der Veränderung geht über diesen Weg des, wie ich es mal genannt habe, des langen Marsches durch die bestehenden Institutionen, in denen durch Aufklärung, systematische Aufklärung und direkten Aktionen Bewusstwerdung bei weiteren Minderheiten in und außerhalb der Universität, in Schulen, Berufsschulen, auch in Ingenieurschulen, in technischen Universitäten und schließlich in Betrieben, gerade wo Arbeiter um ihre Arbeitsplätze bangen. Dieser Prozess hat begonnen und das ist eine langfristige Geschichte, die jetzt gerade erst von uns in Gang gesetzt wurde, aber schon darauf hindeutet, dass wir nicht allein bleiben. Wenn wir allerdings unseren angefangenen Weg beenden und an der Universität scheitern, dann ist es sicher, dass der Weg in der Gesellschaft verbaut ist. Und ein letztes. Die Frage von Konterrevolution und Revolution. Der Begriff der Revolution ist heute auch nur noch international zu begreifen. Es wird keine deutsche Revolution geben. Doch, es gibt eine deutsche Revolution, die haben wir jetzt. Es wird aber einen weltweiten Prozess der Emanzipation in einem langen Sinne geben. Völker kämpfen schon. Ja, ich habe mich etwas gewundert, dass er nicht. Darüber war der Sprung, wir können mit Rudi durchgehen. Das geht nur 5 Minuten und am Ende, ich will ja nur das Letzte, was er sagt. Das lasst es doch 5 Minuten durchlaufen. Ja, das aber das war schon eine Konterrevolution und. Hast du mal für feministische. Warte, wie ist das? Oh, nee, meiner ist es nicht. Wenn Rosen Wert darauf legt, dass er ein subversives Element verleumdet wird. Ich hatte gehofft, ja, er empfindet sich als ein subversives Element. Ich darf nicht sagen, dass wir uns alle als solche empfinden sollten. Vielleicht sollten wir das, aber die Revolution ist doch eine Sache, die im Äußersten, ein äußerstes Mittel aus einer, man darf sagen, aus einer äußersten Not heraus und eine Spielerei, wie sie im Moment öfter erscheint, kann sie natürlich nicht sein. Wenn es revolutionieren ohne eine Situation, in der sie gemacht werden kann, dann werden die leicht zu komischen Figuren. Meine eigene These ist, dass wir zwar einige Revolutionäre unter uns haben, und ich bin froh darüber, aber eine revolutionäre Situation beschreibt die gegenwärtige Lage der Bundesrepublik nicht. Das heißt also, ich würde Herrn Lönschkes Frage, wo sind die Bedingungen der Reform, gleich konkret beantworten wollen, damit, dass ich sage, es gibt Bedingungen für mögliche Reformen heute. Um eines allerdings muss ich für die Zwecke der Diskussion Herrn Lönschke bitten. Wenn Sie sagen, es ist ein langer, langer Weg, und wenn Sie hinweisen auf die Jahrzehnte, die das dauern kann, dann machen Sie Ihre Auffassung unangreifbar. Was soll jemand dazu noch sagen? Das ist also schlicht eine Theorie, die man in die Welt setzen kann, aber die man nicht mehr diskutieren kann. Das heißt also, wenn Sie einfach... Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Das ist doch die Geschichte, was hier Schröder, wo der herkam, dieser lange Marsch der Institution durch die Institution, findet irgendwie... Irgendwie ist es durch. Also meinst du nicht? Das ist auch diese Frankfurter oder Münchner Schule, ich hab's vergessen, wo es herkommt. Und das ist natürlich überhaupt keine Alternative, also ehrlich. Es kann keine Studentenrevolution geben. Das, was Revolution heißen könnte, könnte nur heißen, eine Mehrheit dieser bestehenden Bevölkerung ist bewusst geworden in einem langen Prozess von Aufklärung und Aktion und akzeptiert die bestehenden Institutionen nicht mehr. Erst dann ist Revolution möglich. Wir haben begonnen, stehen vielleicht am Ende der vorrevolutionären Phase, haben aber absolut noch keine Möglichkeit, als Studenten Revolution zu machen. Das wäre nichts anderes als eine Reproduktion der Elite-Theorie. Studerer, sich bemühen. Wir müssen das alles weiterfassen. Schneller fassen vor allen Dingen. Ja, ich ziehe natürlich einen Abschluss. Sind nicht geäxt.
dass wir als Studenten das dem Volk sagen könnten, was los ist. Ich fühle mich nicht als Elite, ich bin einer von denen, die die Chance haben, zu studieren, einiges zu erkennen und habe die Aufgabe und Pflicht, und das ist der Wissenschaftsbegriff, der dahinter steht, bei dem muss noch gelehrt werden. Wissenschaft als Moment der Selbstbefreiung des Menschen von unbegriffenen Mächten. Das heißt Aufklärung aus dem wissenschaftlichen Studium heraus. Und als Wissenschaftler haben wir die Aufgabe, diesen Prozess der Selbstbefreiung des Menschen von den unbegriffenen Mächten zu forcieren und uns nicht zu Objekten anderer Mächte der Gesellschaft zu machen. Es ist eschatologische Vorstellung, man will eine neue Gesellschaft schaffen, nur durch den revolutionären Willen von meinetwegen noch so beachtlichen Einzelnen. Und der Lütke ist ein beachtlicher Einzelner. Aber diese neue Gesellschaft zu schaffen, den neuen Menschen zu schaffen, für die Versöhnung von Mensch und Natur tätig zu werden, darunter können wir uns nichts vorstellen. Damit dürfen wir uns auch nicht traktieren. Es gilt erstmal, ein Bewusstsein des Missstandes zu schaffen. Jetzt nicht gleich zu fragen, gib doch die Antwort. Ein Dutschke würde eine Antwort geben. Nee. Das wäre genau wieder die, genau das wäre, das wäre genau, das wäre genau die manipulative Antwort, die also, ja, Ebi verlangte von mir... Ausreden, das ist doch gleich fertig. Nee, ja, der ist ja jetzt gleich... Jedenfalls, Rudi Dutschke ist nicht mein Weg, nicht mein Ziel und der hat auch keine Antwort. Das ist einfach nur eine revolutionäre Idee, die einfach im Weltenraum verpufft. Und die Frankfurter Schule sieht man ja hier mit Schröder, wo er hingekommen ist. Wenn sie oben sind in der Institution, dann verhalten sich genauso, weil sie einfach dressierte Äffchen sein müssen als Politiker. Also nützt ist die Idee keine Ausgangsidee, die ist blöd. Nicht zu geben bereit bin, denn was soll es bedeuten als Einzel? Genauso will ich auch nicht auf Bernds Fragen antworten. Das musst du auch mal akzeptieren, dass ich ja nicht seine ständig anrufbare Mutti bin. Das hat auch mal das klar gemacht, dass wenn ich da hinten bin, dass der mich gefälligst irgendwie anzuklopfen hat, wenn er was von mir will. Das muss ja erstmal wieder reinkommen, ja? Diese Räumlichkeiten, dass jeder auch einen eigenen Raum hat. Das ist wichtig. Ich bin nicht deine Mutter. Ja? Ich bin's nicht. Ich bin nicht deine Zum Mutter. Zum Glück, sonst würdest du dich ständig fragen kannst. Ständig. In jedem Scheiß. Mich mal. Da Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt, die muss durchbrochen werden. Dann können Antworten. Aufklärung ja, aber nicht nach dem Prinzip, das ist blöd. Das ist aber wieder eine Kritik, oder? Also ich bin nicht zerknirscht deswegen, das macht mich nicht fertig. Ja? Ich kann da frei drüber sprechen. Aber es ist ja wieder auch eine Kritik sozusagen. Ja? Aber das Positive und auch als Lösungsansatz zu verstehen, ja, was ich damit ausdrücken will, ist, Lösung, na super. Stellen wir doch mal diese unbequeme Frage, uns selbst auch. Machen wir uns doch mal selbst weich. Locker. Diese Spurigkeit einer Glasscheibe hilft uns nicht weiter. Ja? Ja. Die Geschmeidigkeit einer Weidenrute. Ja? Geile Bilder. Ich denke gerade an Trauerweiden. Ja? Diese nicht wie ein Fähnchen im Winde, aber eine Geschmeidigkeit, die kann man sich da selber an. Ach so, oh, jetzt sprühe ich dir aber ein Stück vor, bis du da bist. Ich. Das war. Ah, da ist eine Weide runter. Die Weidenwünsche runter, die uns hier heute zusammenführt, uns drei. Da ist auch dabei. Okay. Ja, ich bin jetzt gleich eine unbequeme Frage stellen. Und damit eben auch die Möglichkeit eigenen Denkens erweitern. Der Sozialarbeiter muss ja nicht seinen Beruf deswegen aufgeben, kann ja weiter als Teil der Willkommenskultur seiner Tätigkeit nachgehen. Aber ich sage mal reaktionsfähig und beweglich und nicht eben immer, sobald man irgendwie mal über den Zaun guckt, so sage ich es mal, dass man gleich als links-rechts-tralala-Faschist ist ja mein Problem, dass wir sozusagen uns in Trennung befinden, dieser sinnlosen Begrifflichkeiten, dass es darum ja nicht geht, sondern dass es darum geht,
irgendwie eine Richtung zu haben, ein Ziel, eine Antwort zu haben, damit wir praktisch zusammenarbeiten. Und natürlich, wie gesagt, der zweite Teil, aber der Vogelschwarm, der war sehr, sehr gut eingefügt und ich finde, genau darum geht's. Und dieser Peter Kruse, da ist schon ein Fingerzeig drin. Also darum geht's, dass wir uns vernetzen, kommunizieren und wir experimentieren, bis es irgendwie für alle Sinn und Spaß macht. Er sollte zumindest mal diese Frage zulassen. Genauso wie ein Bankster, wie ein Top-Banker mit dickem Einkommen, der genau sieht, dass da vieles betrügerisch läuft in diesem Finanzsystem, dass die Bilanzregeln nicht mehr greifen, nicht mehr richtig angewendet werden, dass da Treu und Glauben tagtäglich verletzt werden. Im Job, dem Bankgeschäft, in dem großen ganzen Finanzwesen, diese ganzen Bailouts, ja, zulasten von Steuerzahlern, von Gesellschaften, von Nationen, dass das nicht in Ordnung ist, das sagt sich doch selber auch mancher Top-Banker, ne? Hand aufs Herz. Solche unbequeme Fragen. Das muss nicht dazu führen, dass dieser Top-Banker, wenn er sich eher die Augen aus dem Fenster springt. Ist Urin trinken gesund? Das ist eine unbequeme Frage. Aber er soll sich dann bewusst machen, dass er in einem Kompromiss und möglicherweise in einem sehr faulen Kompromiss lebt. Und dass er das freiwillig tut, dass er sich dafür entscheidet. Dass er das wenigstens weiß. Und dann kann er auch dazu stehen, vor sich selber wenigstens. Wie auch der Sozialarbeiter, ja, der dann Zweifel bekommt. Was nicht gut ist, ist, solche Fragen nicht zu stellen, auch wenn sie unangenehm sind. Was für mich nicht gut ist. Tut mir leid, ich muss dieses Bild gerade loswerden. Damals, ich war ein Linker, hatte ich dir doch schon erzählt, hat man also Landenheim beschützt vor den bösen Rechten, die sehr, sehr straight aufgetreten sind, aber vollkommen friedlich waren, und die bösen Linken, wo ich zugehört habe, mit Flaschen geschmissen und so weiter. Und mein Bekannter, ein Rechter, eben Mike Freitag, der war richtig ein Schläger, der war richtig, richtig krass drauf. Also wirklich krass, aber ich mochte den so, hat mir nie was getan. Und der war da in dem Asylantenheim. Und warum war der da? Weil er von seinem Vater rausgeschmissen wurde zu seinem 18. Geburtstag. Das Einzige, wo er sozusagen hin konnte, war dahin. Und dann hat er mit den Fidschis Tischtennis gespielt, bei den Äthiopiern mal essen, weil die beste Essen kochen konnten und weil da immer warm war. Ich habe die auch alle kennengelernt, alle super nette, angenehme Zeitgenossen. Und dann habe ich einfach die wichtigste Frage gestellt. Wieso warst du früher ultra-rechts? Und dann hat er so mit den Schultern gezuckt und hat gesagt, na, ich kannte Neger nur vom Zuschlagen. Ich meine, ich habe mich mit denen nicht unterhalten. Also, pff. Und jetzt, nachdem, weiß ich, dass die auch Menschen sind. Also das zu dieser Sprödigkeit, sobald jemand irgendwie ankommt und etwas, dann pff. Und so war er halt. Und danach hat er eine sehr hübsche Äthiopierin gehabt und dann mit der drei Kinder gehabt, was jetzt ein anderer Kontext ist, aber krass gelaufen, oder? Ja, wenn ich jetzt, weil es sich um Sozialismus handelt, nicht hinhöre, nicht offen bin, ich komme ja auf mich zurück, ja. Deswegen lange im Eingang, dass ich über mich erzählt habe, ja, dass es auch glaubwürdig ist, was ich hier sage. Ich sitze ja in einem Glashaus, wenn ich so etwas sage. Ich zeige ja nicht mit dem Finger auf alle möglichen anderen Leute. Ja. Das finde ich sehr gut. Wie geht es mir? Ich komme auch mal auf mich zurück, ja. Und das kann ja jeder auf sich selber übertragen, ja. Wie geht es mir, Wolfgang, ja, wenn ich mit einem Ausländer, einem Flüchtling, ja, ich hatte am Samstag eine Begegnung mit einem Flüchtling, ja. Wie geht es mir damit, wenn ich merke, das ist ein guter Kerl, ja. Das ist jemand, der ist, es ist ein Neger, ja. Ich brauche das Wort Neger freizügig, ja, weil ich es nicht einsehe, dass man Neger nicht sagen darf, weil es negativ belegt ist. Die negative Belegung dieses Wortes Neger, ja, die ist uns aufgedrückt worden. Ja, dass das auch mal klar ist. Also, er ist ein Neger aus Ostafrika, ja. Niemand sollte sich wegen seiner Herkunft oder eben seiner Hautfarbe schämen und dann sagen sie Neger oder Schwarzer, ist alles schon negativ behaftet. Das ist doch eigentlich die Linken, also ich arbeite bei sowas oder auch mit dem Kopf schüttelt, das hatte ich schon erzählt, die Geschichte.
Gehen wollt ihr? Aber keiner kennt. Ja. Und nicht blöd. Weiß Gott nicht blöd. Ja. Kann ich hundertmal irgendwelche Statistiken lesen, von wegen in Afrika, da ist die Intelligenz halt viele, viele Punkte niedriger als in Asien oder in Europa. Ich sehe auch, was ich mit eigenen Augen sehe in Begegnungen. Wie geht es mir dann, mir Wolfgang, ne? Wo ich auch sage, ich mache mir solche Sorgen um den Fortbestand meines Volkes. Und wenn wir hier nur noch Afrikaner, Asiaten, Araber haben in Deutschland, ja, dann können die auch noch so kultiviert sein, wie sie wollen. Wenn die oder Eskimos meinen haben. Also, lieber Wolfgang, ja, ich müsste dir ja mal ein paar Worte einlegen. Du sagst nur negative Sachen. Aber ich finde es zum Beispiel total spannend, ja, die Möglichkeit zu haben, hier in meinem kleinen Umfeld enorm viele Sprachen zu hören. Enorm viele Sprachen zu hören. Und dass es mich bei der ganzen Geschichte stört, ist, dass ich einfach irgendwie so keinen Zugang dazu finde, bekomme. Das möchte ich total gern. Also wenn so ein Afrikaner hierher kommt oder mehrere, dann ist der vielleicht, dann bringen wir was mit. Ne? Und dann habe ich ja dann vielleicht das Möglichkeiten, das in Afrika-Feeling zu spüren. Weil ich ja noch nie in Afrika war. Ich bin noch nie mit dem Flugzeug geflogen. Ich habe mich da immer von distanziert. Ich bin nicht so der Typ. Und nachdem ich dann El Gore und CO2, da war es so nur für mich die ersten, so mit Fliegen und so, ich sehe mich ein und Chemtrail sowieso jetzt gar nicht mehr. Ich kann das alles nicht. Und kein Flugzeug steigen und mich von der Erde so sehr abheben. Man klettert lieber auf den Baum. Bin ich immer noch verbunden. Die Hände sind doppelt oder ist ein Dreierauge? Ja. Das sieht echt abgefahren aus. Was ich eigentlich sagen wollte, weil manchmal anfangen, die ganzen Vorteile sehen zu wollen. Sehen zu wollen. Also das Potenzial sehen, erkennen, dass das alles mit sich bringt. Das haben Bernd und ich schon am Anfang des Jahres, haben wir uns ja schon mit drüber ausgetauscht. Bist du der Meinung, ich finde das auch nicht verkehrt, unsere Gäste sind als Gäste. Und die gehen wieder zurück. Hier. Und wir sind nicht unschuldig daran, dass die hier sind. Ich bin auch ein Flüchtling, das seht ihr nur alle nicht. Ich flüchte vor unliebsamen Menschen, vor Räumlichkeiten, wo ich misshandelt, beschmutzt und runtergezogen werde und ausgesaugt. Und das fühlt sich alles so an. Ja. Ich flüchte. Ich flüchte kontinuierlich, weil ich gerne nicht gestört werde in meinem Sein. Weil ich ja gern wäre, wie ich bin. So jetzt. Ganz Katrin. Das fühle ich doch alle. Das spüre ich doch auf meinem Herzen. Und ich spüre das Herzen nicht von mir. Die Liebe, die herrscht. Die herrscht aber nur über sich selbst. Denn die Liebe kommt und die Liebe geht. Und da, wo die Menschen in freundlicher und höflicher Begegnung zueinander stehen, da gesellt sich die Liebe dazu. Die Liebe. Ja? Die stärkste Kraft im Universum. Und die kannst du spüren. Sieht echt krass aus, wenn du da warst. Ich bin sehr gerne hübsch. Ich bin sehr gerne lieb. Ich bin so gerne lieb. Weil mich das am meisten erfreut. Weil ich das dann auch an den anderen sehen möchte. Nur mein Problem, das ich regelmäßig wieder erkenne, ist, dass meine Menschen um mich drumherum das falsch verstehen. So ein, ja?
jeder hat irgendwo mal abgespeichert, was irgendwelche Körpersprache-Symptome für ihn bedeuten, meistens negativ. Aber einfach nur anzuerkennen, dass da jemand ist, ja, jemand, der genauso ist wie du, auf seine Art, in sich selbst. Da gibt es auch keinen Grund, ständig alles auf sich selbst zu beziehen. Lass den anderen gerade mal so sein. Und lerne. Lerne doch mal. Bemühe dich doch mal. Fang mal an zu studieren. Ja, ich bin auch nicht fest abonniert. Ich sage euch hier, das ist schlecht. Dazwischen gegrätscht, natürlich, klar. Die Liebe ist das oberste Gesetz. Und Freundlichkeit und Vertrauen hängen da zusammen. Vertrauensmissbrauch ist eine der schlimmsten Emotionsketten, die man einfach erzeugen kann. So. Vergewaltigung oder was auch immer. So. Und ich denke mal, das ist eines der wichtigsten Sachen. Und gerade auch der Umgang, wenn wir jetzt die Neger schlecht behandeln, so sage ich es mal, dann werden die sich nicht gut an Deutschland erinnern. Und das ist nicht positiv. Deswegen sage ich, wir können sie nicht alle töten. Wir müssen auch für die Ausländer einfach eine Lösung finden. Und es sind für mich halt Gäste, die sozusagen auch wieder gehen. So. Und in dem Falle, naja, gibt es da ja schon Stress. Aber das oberste Gesetz ist Liebe. Die Menschen, die oder die und die sind schlechte Menschen. Ne? Aber wie geht es mir, wenn ich eine Begegnung habe mit einem Nicht-Deutschen, der mich durch sein nicht deutsches Aussehen, wo ich weiß, er ist nicht deutscher Herkunft. Wie geht es mir, wenn ich mit so einem Menschen eine Begegnung habe? Ja? Und dann wir hier in Deutschland sehen, dass die Welt sehr, sehr vielschichtig ist. Wir hier in Deutschland bekommen die Möglichkeit zu sehen, wie viele verschiedene Gesichter die Menschen haben. Ja? Weil die Leute sagen immer, glaube ich nicht, wenn ich es nicht gesehen habe. Das hat meine Mutter letztes Jahr noch erzählt, als wir uns noch gut verstanden haben. Die waren zusammen im Kaufland und mein Vater so zu seiner, ey guck mal, die sind schon da. Ja, ja, er kennt seine Welt nur vom Fernsehen aus. Das ist so mit meinem Alten. Das ist schlimm. Seine Mutter, die ist total, die ist Wassermann, die skypt und chattet mit meinen Cousinen. Das ist eine Welt für sich, da habe ich auch keinen Zugang, das ist total schlimm. Ja? Ist total schlimm. Tja, Öffentlichkeit hat sich gleich. Der Horizont mit Couch. Nicht sehr viel weiter. Natürlich, ich als Mensch, als führendes Wesen auch sehe, dieser ist in Ordnung. Natürlich sind das nicht alles die Vergewaltiger. Ja? Logisch, selbstverständlich. Ja? Da gibt es Mentalitätsprobleme, die man hier in Europa hat. Die Schweden können ein Lied davon singen. Ja? Mental. Die gibt es selbstverständlich. Die werden ja hier geleugnet. Übrigens, wie geht es einem Linken? Ja? Politiker, Statistiker oder Sozialarbeiter oder Kirchenfunktionär. Ja? Wie geht es dem, wenn er wirklich sieht, was in Schweden läuft? Guckt mal nicht weg. Ja? Und weiß, da gibt es einen Zusammenhang mit dieser muslimischen Zuwanderung nach Schweden und den Vergewaltigungen. Den gibt es den Zusammenhang. Wie geht es so jemandem, ne? Und jetzt ehrlich gesagt, ja. Viele von denen, die hierher kommen, die können ohne irgendwelchen geschlachteten Bäumen sitzen zu müssen, können sie eine ganz normale Ruheposition einnehmen. Kacken ja, so, ich Puller und so, das ist das Menschlichste, Natürlichste, die Haltung, die nicht mal mehr Bernd einnehmen kann, weil er sich irgendwas einredet von irgendwelchen verkürzten Seelen. Pfah! Die zeigen uns wieder, was das Natürliche ist. Ja, was zu Menschen gehört. Zu Menschen gehören nicht Möbel aus Bäumen, die eigentlich für was ganz anderes da sind. Ja, hör dir mal Gott in den Bäumen an, kleines Mulford. Diese verkehrte Welt. Wir haben Beine, wir können gehen, wir sind keine Pflanze, die angewurzelt ist, wir können reisen, wir können uns alles ansehen, wir können den Platz wechseln. Und wenn wir es nicht schaffen, dann hilft uns jemand und nimmt uns mit. Und wir müssen nicht alles zu uns holen.
in dieser unökonomischen, irrsinnigen, wahnsinnigen Art und Weise, diese Vereinzelung, diese Einzelzellen, die alle einzeln sind, ja, einzeln sind die Zellen. Im toten Körper sind die Zellen auch noch alle da, da verbindet sie nichts mehr, da ist der Körper tot. Und die Zellen alle, sich nicht verbindet und vor allem die Kommunikation zwischen den einzelnen Zellen nicht funktioniert, da geht auch alles für die Hunde. Macht ihr sein eigenes Ding, wächst ihr euch selbst hinaus, nochmal Krebs. Da muss ich natürlich reingrätschen, kurz. Dieser Einsamkeitsstress, also Zellen sterben wirklich dran. Und das erleben wir jetzt hier gerade in der Hoch- und Endphase des Kapitalismus, sag ich's mal. Und dieser Einsamkeitsstress, den wir erleiden, bringt uns ins Internet und dadurch uns wieder näher. Aber er begreift noch keiner, dass die meisten immer noch einsam sind und die Kommunikation einschläft. Aber das ist eigentlich die Chance, dieser soziale Stress, Einsamkeitsstress, sagen wir mal, zwingt uns einfach hier ins Netz uns, naja, darzustellen, sage ich mal einfach. Die Wirklichkeit zur Kenntnis nimmt, die Wirklichkeit mal an sich heranlässt. Wie geht es dem, wenn er genau weiß, dass das, was er nach außen hin verkündet, gelogen ist, ja? Wie geht es ihm damit? Soll er sich wenigstens seiner Lügen bewusst werden und soll vor sich selber sagen, ich entscheide mich für das Lügen. Ja? Wenigstens vor sich selber sollte er. Für wohl. Die Ehrlichkeit sollte er besitzen, ja? Das finde ich wichtig. Sich dessen bewusst zu sein, dass sie sich was holen. Das ist schon der erste Schritt zur Besserung. Sich wieder geschafft geben. Jeder ist erpressbar und dieses in gewisser Weise. Und dem müssen wir einfach Einhalt gebieten, beziehungsweise die Rückwärtsschlaufe machen, dass einfach wieder Vertrauen herrscht. Weil man, jeder lügt, ist normal. Vertrauen, das, was ich trinke, ist für dich auch nicht gefährlich. Hm? Genau. Deshalb gab es ja Vortrinker und sowas früher, beziehungsweise der linke Arm, der hinten festgebunden war. Genau. Das ist alles immer noch hochaktuell. Vertrauen ist eines der wichtigsten Ebenen, die wir einfach hier mit beschreiten, zusammen irgendwie, weil sich ja scheinbar viele nicht trauen, sich irgendwie wirklich sozusagen ihren Einsamkeitsstress Luft zu machen und sich einfach darzustellen, positiv im Internet oder negativ jedenfalls zu sein einfach. Ich möchte auch noch was anfügen, denn zu Hause in deiner Komfortzone, du bist dir ehrlich, und wenn du nur eine Kamera blicken möchtest, kannst, willst, dann ist es sehr einfach. Die einzige Überwindung ist die, dass du vor dir selbst nicht mehr dich fürchtest, wenn du dann in die Kamera blickst und dir das danach anguckst, was du denn bist und wie du denn redest und überhaupt. Davor haben viele Angst, das aufzunehmen und sich dann zu sehen, beziehungsweise sich vor anderen zu zeigen, dass die irgendwas erkennen. Naja, da sind die Schuldgefühle, Scham, ja. Schuld. Wichtig ist, irgendwas von der Seele zu reden, irgendwen wird es dann erreichen und der hört dich. Irgendwer hört dich. Wenn es nur die NSA ist, irgendwer hört dich. Ja, das habe ich mir auch schon oft eingeredet. Weißt du, wenn ich dann einsam vor mich hinrede, träume, ich mir auch wenigstens die NSA höre zu. So. Kann ich denen irgendwas dazu? Das ist ja spannend, mein Leben. Also ich, wenn ich mich abhören müsste, ich würde generell ständig da hinlaufen. Weil in dem Sinne ist es ja wirklich so, wir brauchen Kommunikation, wir brauchen Betrachtung, wir brauchen, dass jemand uns zuhört oder wahrnimmt zumindest. Dieses Medium ist einfach dafür genial, wie Peter Kruse sagt, die Vernetzung, wir müssen einfach andere Standards setzen und eigentlich ist alles da, man muss es bloß nutzen in der richtigen Form. Wie geht es mir, ja? Wenn ich so eine Begegnung habe, wenn ein Mensch kultiviert, ein feiner Kerl und gleichzeitig weiß ich, ja, dass mein eigenes Volk hier in Auflösung begriffen ist oder gefährdet ist durch diese Massenzuwanderung, dadurch, dass wir hier immer mehr fremde Konfliktpotenziale aufgelastet bekommen. Dadurch, dass wir immer mehr in der Beschäftigung mit Integration eines unbegrenzten, wir haben bis heute keine Obergrenze für diese Dinge, ja, eines unbegrenzten, das heißt bis hin zur völligen Verdrängung des letzten Deutschstämmigen hier, ja, wie und jetzt, wer weiß denn jetzt, ne? Ja, ich wollte jetzt sagen, hör doch auf, die Probleme zu beleuchten und nicht der Scheiße zu suchen. Ja.
unbequeme Fragen. Du stellst sie. Ist gut. Dann sind deine unbequemen Fragen. Ich habe die Antwort deine Antwort. Dann war da natürlich die Antwort, dass ich das als Klimazonen sehe. In dem Sinne, sozusagen, wir haben Winter, dadurch ist es klar, dass wir halt hellhäutig sind und die anderen hier einfach nicht wirklich auf Dauer hingehören. So. Und wenn die dann halt zu Hause glücklicher werden, indem wir ihnen vielleicht auch helfen oder wie auch immer, dann müssen die nicht zu uns und wir müssen nicht da runter in die Hitze. Was sollen wir da? Oder nach China, wo wir King kennen, oder nach sonst wo. Wir werden durch die Arbeit hin und her gedroschen und durch das Kapital. Und wenn einfach Menschlichkeit herrscht, so auch unter uns, dann muss niemand irgendwo hinfliehen. Und natürlich der letzte Deutsche, so weit, das ist natürlich schon ein bisschen konstruiert, das wird nicht passieren, sondern wir werden vorher natürlich auch durch den Druck der Ausländer und auch durch den Druck der Medien einfach eine Lösung finden. Und dieses System ist darauf angelegt, einerseits zusammenzubrechen, dann wollen sie die Matrix 2.0 sozusagen etablieren, aber die Möglichkeiten für uns als Menschen, als führende Wesen werden dann auch größer. Das heißt sozusagen, jetzt ist die Chance, dass wir eben nicht die letzten Deutschen sind, sondern einfach eine Kooperation mit den anderen, mit den Ausländern und einfach sozusagen zusammenarbeiten, so für, und dann sie eben auch wieder nach Hause begleiten, wenn da Friede ist. So. Diese unbegrenzte Zuwanderung, in diesem Sinne tatsächlich unbegrenzte Zuwanderung, sollten wir bewältigen, sollten wir verkraften. Na, unbegrenzte Zuwanderung heißt auch, dass es keine Grenzen gibt, es keine Überzaunung hier damit. Ja, keiner Überzaunung. Wie geht es uns damit? Nicht gut. Ja? Und gleichzeitig dürfen wir nichts sagen. Ich bin ja auch. Ich habe mich ja eingeschleust letztes Jahr. Ich stand vor der Tür. Tag vorher war ich schon mal da. Dank Facebook. Dank Gesicht zeigen. Dank Komfort. Dank dem tollen Film. Ja, von Meerkulpa. Stand ich ja vor der Tür. Und habe mich infiltriert. Um jetzt hier zu sein. Ja, ist schon lustig, oder? Irgendwie ist das schon Magic. Genau. Man darf natürlich nicht sagen, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber, ne, ist ja verwälderisch. Deswegen wird es ja auch nicht mehr gesagt, ne? Aber. Ich habe nichts gegen. Haben oder sein. Gegen oder für? Oder dazwischen, pro und contra. Viele, viele. Und eine Lösung. Und auch Linke. Ich weiß es 100%, ja. Viele, viele, die auch eigentlich von sich sagen, ich bin ein. Vermutlich hat das wenig was mit Mutti zu tun, mit Weiblichem, mit links, linke, nee, linke Körperhälfte, die da stehen Tuts so. Die rechte und die männliche. Mhm. Links und rechts. Das ist was vertauscht. Mhm. Was stört uns an den Linken? Was stört uns an den Rechten? Was machen die Linken, was machen die Rechten? Wofür stehen die? Ja, es gibt eine Teilung. Es gibt aber immer noch eine Teilung zwischen Mann und Frau. Wir haben uns aus dem Grund kennengelernt, liebste Wolfgang. Linker, ja, haben einen Wunder. Ach, guck mal, geil! Jetzt cooles Face. Ja, sehr witzig. Ja, eigentlich wollte ich jetzt sozusagen sagen, dass ich es spannend finde. Sagen wir Mütterchen Russland, sagen wir, die haben Kinderexpansionskriege groß geführt. Also weibliche Prinzip heißt auch Mütterchen. Bei denen ist auch Maria einfach ein ganz anderer Status wie bei uns. Bei uns existiert nur Jesus, wenn man es mal christlich sieht. Und die Amis auf der anderen Seite, praktisch die Rechten, so sage ich es mal, obwohl wahrscheinlich in dem Bild nicht hinhaut, die haben einen Expansionskrieg nach dem nächsten. Zuerst müssen die den anderen immer dämonisieren, um einzugreifen. Also das kurze Statement zu links, rechts vielleicht. Ich weiß wieder, was ich schon erzählen wollte. Ich bin hierher gekommen, mit Tränen in den Augen. Nein, stimmt nicht. Ich saß dann irgendwann weinerlich in der Küche. Gestern. Weil ach so, der Gedanke kam, ist ja mein Papi früher,
damals, als das Haus noch nicht abgerissen war, als da noch die Fosterheizung war, dass der da immer abends nackig mit Zigarette und Bier vorm Ofen stand. So. So. Richtig. Richtig, ja. Ja. Dann stand er da rum und hat da gebraucht und ja, keine Ahnung. Und dann musste ich dann immer vorbei. Weil da Haus, Durchgang, Waschhaus und hinterm Waschhaus noch das Bad im Klo. Hatte keinen Nachtdruck. Und ich fand es nicht angenehm, da noch vorbei zu müssen und es immer zu sehen. Ich weiß nicht, was da los war. Ist schlimm. Abend. In der anderen Richtung. Ich, Wolfgang, der ich doch das alles sehe und darüber spreche, in den Videos, die mit Deutschland zu tun haben. Wenn ich eine individuelle Begegnung habe mit einem Menschen, der in Ordnung ist, ja, und der auch vielleicht sogar ein kultiviertes Deutsch spricht. Finde ich sehr gut. Wo ich dann auch sage, der fügt sich in die Ordnung, in die gesellschaftliche Ordnung ein. Aber gleichzeitig verkörpert er im wahrsten Sinne des Wortes die Auslöschung meines eigenen Volkes. Ich sagte mal ganz finster, vielleicht kommt es finster rüber. Manche Ausländer dürfen vielleicht hier bleiben, wenn sie wirklich verfolgt oder hier gebraucht werden. Aber ich halte die Vermischung für ein Problem. Das heißt, wenn der sozusagen eine deutsche Frau, dann hast du wieder, aber wer weiß, dann würde das deutsche Volk vielleicht noch schlucken. Aber wiederum haben wir doch nur das Problem, dass wir uns vermischen. Und bei einigen komischen Genetiken, wenn du manche Frauen siehst, so richtig fette Weiber, die total strunzend doof sind und so Negerbimbo, sag ich's mal böse, an der Backe haben, da haben die ihre Genetik, ihre Nachkommenschaft definitiv verbessert, weil die sind in einer Sackgassensituation ihrer Genetik gewesen. Kein deutscher Mann hätte die angepullert, wirklich. Also, was man da manchmal sieht. Aber eigentlich ist unser Problem der Auslöschung die Vermischung und unser Problem ist gleichzeitig, dass wir selber, sagen wir mal, Art reine, hört sich jetzt übertrieben an, sozusagen deutschstämmig hört sich auch übertrieben an, aber zumindest, dass wir sozusagen die, die hier sind, uns einfach selber nicht vermehren. Das ist eigentlich der wirkliche Existenzkampf. Chris, ja. Wie geht es mir damit? Gleich. Ich finde es ein gutes Rat. Genau, wir werden jetzt Schluss machen. So, okay, ich hoffe, du guckst vielleicht einen Teil, Wolfgang. Ich mache jetzt den Schluss, weil wir noch eine Verabredung haben, die mit einem Freund und Kino. Wir wollen es uns heute mal einfach gut gehen lassen. Gut, also dann erstmal bis später. Tschüss.